Schönen guten Tag, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Pressestatement vor der Fraktionssitzung mit unserem Fraktionsvorsitzenden Dietmar Bartsch. Bitte. Auch von mir einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte gern zu drei Themen kurz heute etwas sagen. Eins allerdings vorweg schicken, und zwar die Tatsache, wir haben ja heute den Welttag der sozialen Gerechtigkeit. Der findet medial eine sehr geringe Aufmerksamkeit. Ich will es zumindest erwähnen und darauf aufmerksam machen, dass dieses Thema jetzt wirklich weltweit eines der aktuellsten aus meiner Sicht überhaupt ist. Und ich glaube, alle sind gefordert, dieser Thematik weltweit eine höhere Aufmerksamkeit zu schenken. Ansonsten möchte ich als erstes ein paar Bemerkungen zum heute vorgestellten Werbericht des Jahres 2017 machen. Ich will zunächst dafür plädieren, das, was dort vorgestellt ist, wirklich sehr ernst zu nehmen. Es müssen eigentlich alle Alarmglocken schrillen bei der Bundesregierung. Seit Jahren können wir beobachten, und ich weiß das aus meiner Zeit als Haushaltspolitiker, dass die Ausgaben im Verteidigungsetat, die Ausgaben für Rüstung jährlich steigen, und zwar erheblich steigen. Aber mal ist die große Frage, wo landet denn dieses Geld? Das Geld wird in viel High-Class-Projekte investiert, und diese funktionieren häufig nicht. Also es war schon beeindruckend, wenn Herr Bartels heute sagt, von 6 U-Booten sind 6 nicht einsatzfähig. Das ist ja sensationell. Da sollte man vielleicht die U-Boot-Flotte wirklich ganz und gar versenken. Also das ist ja nur ein Punkt. Und auf der anderen Seite ist es so, dass der einfache Soldat, die einfache Soldatin für ihre Ausrüstung selbst zahlen muss. Dieser Zustand ist wirklich so unhaltbar. Vielleicht hätte wirklich die amtierende Verteidigungsministerin nicht so viel in Werbung und nicht so viel für minderjährige Soldaten Geld ausgeben sollen, sondern dann wirklich in die Truppe investieren. Wir als Linke, das ist ja bekannt, wir sind gegen Aufrüstung, gegen Militarisierung. Aber wenn wir und solange wir diese Bundeswehr in der Form haben, dann müssen die Soldatinnen und Soldaten in anderer Weise Beachtung finden. In diesem Sinne hoffe ich, dass der Werbericht bei den Verantwortlichen ankommt. Zweitens eine kurze Bemerkung. Es läuft jetzt der Mitgliederentscheid der SPD. Und obwohl ich damit wenig zu tun habe, ist das aktuell, glaube ich, die mir am häufigst gestellte Frage. Was glauben Sie denn, was da rauskommt? Ich kann Ihnen natürlich die Antwort sagen. Ich weiß es nicht. Aber ich will dann schon meine Meinung dazu sagen. Mit dem, was verschickt worden ist, und mit dem, was vorliegt mit dem Koalitionsvertrag, bin ich der Auffassung, dass Sozialdemokraten und Sozialdemokraten gegen diesen Koalitionsvertrag stimmen sollten. Ich bin der Auffassung, dass vielleicht daraus die Chance entsteht, dass wir mittelfristig ernsthaft über Mitte-Links-Projekte nachdenken können, wenn die Sozialdemokratie sich für eine schwarz-rote Koalition, die keine große ist, entscheidet. Dann sehe ich dafür auf lange Zeit nur wenig Möglichkeiten. Letztens, für mich persönlich wichtig, wir haben in der letzten Woche die Fraktionsvorsitzenden der Länder und des Bundestages und des Europäischen Parlaments einen Aktionsplan Ost vorgestellt. Und wir haben das auch deshalb gemacht, weil im neuen aktuellen Koalitionsvertrag, aber auch in den ganzen Verlautbarungen, dieses Thema fast keine Rolle spielt. Als 1990 die deutsche Einheit juristisch hergestellt worden ist, hat, glaube ich, niemand gedacht, dass im Jahre 2018 das überhaupt noch eine Rolle spielt. Aber wenn man sich die nüchternen Fakten anschaut, haben wir weiterhin einige grundlegende Probleme. Unterschiedliche Löhne bei gleicher Arbeit, unterschiedliche Renten bei gleicher Lebensleistung, das Pro-Kopf-Einkommen, auch das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf ist im Osten deutlich niedriger, Ansiedlung von DAX-Unternehmen und, man kann die Palette fortsetzen. Es ist so, dass nach den blühenden Landschaften von Helmut Kohl, nach der Chefsache Ost von Gerhard Schröder und nachdem ja lange Zeit zwei Ostdeutsche an der Spitze des Staates mit Joachim Gauck und Angela Merkel standen, die Probleme immer noch vorhanden sind. Es gibt weiterhin eine Spaltung in Deutschland. Und das Schlimme ist, dass dieses Thema noch nie so eine untergeordnete und randständige Rolle gespielt hat wie im aktuellen Koalitionsvertrag. Ich finde das wirklich
inakzeptabel. Wenn Sie allein mal, ich kann Ihnen das nur empfehlen, Sie nehmen mal Koalitionsvertrag und geben Osten ein und rufen auf, wie oft Osten vorkommt. Ja, sehr reichlich in dem Wort Kosten. Und als zweithäufigstes dann Nahe Osten. Ansonsten nur einmal in der Präambel. Ich finde das unangemessen. Ich finde im Übrigen auch völlig unangemessen, wenn nach bisherigem Kenntnisstand außer Frau Merkel niemand aus den ostdeutschen Ländern im Kabinett sein wird. Dass eine Staatssekretärin, wie das Iris Gleike offensichtlich dann die letzte war, die für die Belange der Ostdeutschen in besonderer Weise zuständig war, abgeschafft werden soll. Das alles, meine Damen und Herren, das finde ich wirklich inakzeptabel. Und deshalb, das ist der Grund, weshalb wir den Aktionsplan vorgestellt haben. Deshalb wird der Osten in der Linken, in der Linksfraktion Chefsache bleiben. Wir werden diese unterschiedlichen Lohngefüge, Rentengefüge und andere Punkte nicht akzeptieren und uns weiterhin für die Angleichung der Lebensverhältnisse, wie es im deutschen Grundgesetz festgelegt ist, einsetzen.